die Zuschauer haben Affengeräusche gemacht, haben Bananen geschmissen und alles Mögliche. Richtige krasse Aktionen. Ein Kumpel, der ältere Bruder, sitzt da und gibt sich gerade so einen Schuss. Du denkst, die Trainingseinheit ist schon im Bus, weil die sind am Schwitzen, im Bus schon am Schwitzen, am Tanzen, mit der Musik und anderes. Komm. So Leute, herzlich willkommen zu Bee's Kitchen, Deutschlands toleranteste Küche. Und heute mit dabei Hans Sapay, Fußballprofi, leidenschaftlicher Koch und Let's Dance Gewinner. Das hast du ja gemerkt, ne? Let's Dance Gewinner. Genau. Heute heißt es Let's Cook bei Bee's Kitchen und nicht Let's Dance. Du hast ein Kochbuch rausgebracht. Hans Sapay Fußballküche. Ja, die ultimative Ernährung für deine Topform. Genau. Mega stark. Und ich habe mir gedacht, ich nehme davon ein Rezept raus, suche mir eins raus und das kochen wir heute hier gemeinsam. Ich habe mir das Chicken Garner ausgesucht. Wieso? Wieso? Ich liebe Hühnchen, ich esse viel Hühnchen und mich freut es, wenn ich auch mal Hühnchen in einer anderen Form essen kann. Ja, und das bringt auch was von deiner Kultur mit. Sehr gut, sehr gut. Ja. Schmeckt auch sehr gut. Genau, ich bin gespannt. Das Hähnchen Garner oder Chicken Garner aus Hans Sapays Buch besteht einmal aus Hühnchenbrust. Das habe ich jetzt schon eingelegt in Orangensaft und Sojasauce. Dann haben wir hier zwei rote Paprika, eine Zwiebel, Knoblauchzehe, Peperoni, Kokosmilch, Currypulver, Paprika edelsüß, schwarzen Pfeffer, Salz und Öl zum Anbraten. Perfekt, aber bitte. Du hast wahrscheinlich viel Hunger, ne? Wir kriegen wir hin, oder? Ich habe heute schon einiges gegessen. Zum Abend ist das, denke ich, perfekt. Ja, für die Leute, die das Buch dann sich holen, auch perfekt. Ist etwas, wo du abends essen kannst oder auch mittags, das natürlich auch satt macht. Aber hast du alles, Kohlenhydrate, Eiweiß. Hört sich sehr interessant an. Hast du Lust zu schneiden? Lust nicht, aber komm, ich muss ja was machen. Genau, bitte. Einmal die Paprika in kleine Streifen schneiden. Ist kein Ball, ne? Ich habe auch leider keinen hier. Wie kamst du, dieses Kochbuch zu schreiben, rauszubringen? Was war der Anlass? Ja, der Anlass war, ich habe ja auch den Trainerschein, habe die A-Lizenz, habe auch Jugendmannschaften trainiert, DFB-Stützpunkt. Und dort und viele Eltern und viele Jugendliche habe ich eben kennengelernt, die dann immer gesagt haben, wo die Trainer sagen, am Wochenende oder vor einem guten Spiel jetzt gut essen. Ja, was heißt gut essen? Ganz genau. Was heißt denn gut essen? Was heißt gut essen? Besonders wenn du 13, 14, 15 bist, was ist gut essen? Dann hört das nach Burger an. Ganz genau. Kann auch ein Döner sein. Das kann ist auch ein Döner gut, sein. Ne? Ja, genau. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ey, ich muss nicht nur den Kindern, den Jugendlichen was mitgeben, sondern auch den Eltern. So, dass sie was in der Hand haben und dass sie daraus was für ihre Kinder kochen können, aber dass die Kinder auch lernen, was ist Ernährung? Was ist wichtig für meinen Tag? Was ist wichtig, was ich zu mir nehme? Was ich esse, so spiele ich auch, so viel Kraft habe ich auch, dass sie wissen, dass das Essen in die Muskulatur reingeht, aber nicht nur in die Muskulatur, sondern auch in deinen Kopf, dass du musst ja frisch sein im Kopf. Absolut richtig. Und wenn du dich schlecht ernährst, dann wird es schlecht auf dem Platz. Und das Wichtigste, auch was ganz wichtig ist, im Fußball ist ja immer so, du hast einen Trainer, der dich trainiert, der dir sagt, du musst das und das machen, und der entscheidet dann über dich. Und jetzt hast du etwas mit Ernährung, wo du selber für dich verantwortlich bist. Ja, wo du selber den nächsten Schritt machen kannst, um besser zu sein als anderen. Ja, und da bist du für dich selber verantwortlich. Und sonst gibt es ja das nicht im Fußball. Sonst ist der Trainer entscheidet immer und du hast keinen Einfluss. Es sei denn, du bist jetzt Profifußballer, dann haben die auch meistens so einen Mannschaftskoch, ne? Ja, aber das nehmen die Leute auch immer zu. Die hören das bei Bayern München und dann denken die alle Bundesliga-Mannschaften haben das. Hätte ich jetzt aber auch gedacht. Ja, Bayern München hat Geld. Okay. Glaubst du, Freiburg hat genau das gleiche Geld? Okay, hast du recht. Natürlich, Bayern München,
Liverpool, die großen Mannschaften, die haben natürlich Leipzig, die haben einen Koch da, der für die Mannschaft kocht und Frühstück, Mittag, Abendessen. Aber die anderen Mannschaften eben nicht. Da muss jeder Spieler für sich selber sorgen. Mhm. Wahrscheinlich jetzt in dieser Pandemiezeit, Corona-Zeit, glaube ich schon, dass sie jemanden haben, der für die Mannschaft auch kocht, damit die nicht ins Restaurant gehen oder sich irgendwas Kontakt holen. Mhm. Aber sonst ist es schon schwierig. Sonst ist es nicht so. Man redet immer von den, wie das schön ist. Ne? Man ist ja selber wie das Geld. Jeder redet über Sané und so viel Geld er verdient. Dann denken alle in der ganzen Bundesliga ist das so. In der zweiten Bundesliga ist nicht so. Ist nur die ganz oben sind. Verdienen das richtig sind die Geld. Top-Verdiener. Ganz genau. Ich finde den Ansatz sehr stark, dass du das Thema Ernährung, auch die Basics, die Lebensmittel, so der jungen Community auch nahebringen willst und vor allem auch den Eltern. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Aspekt, gerade in der heutigen Zeit, wie du sagst, es ist alles schnell, es muss alles schnell gehen. Die meisten wissen auch, glaube ich, nicht, was eine Artischocke ist oder wie die dann aussieht, aber Nike-Logo und Adidas-Logo können sie direkt frei raus erkennen und sagen, woher das kommt oder woraus es besteht. Ne? Absolut, aber das ist ja das Problem. Das ist nicht unbedingt die Eltern schuld. Aber in unserer Gesellschaft momentan, es ist anders, als wir aufgewachsen sind. Wir sind damals zur Schule gegangen, haben bis 13, 14 Uhr Schule gehabt, sind nach Hause gekommen. Die Mama hat noch gekocht, du hast gegessen, danach hast du deinen Sport gemacht. Oder Hausaufgaben, so. Dann Sport. Ja, ich habe nur Ranzen weggemacht, keine Hausaufgaben. Okay. Ja, heutzutage ist es so, die Kinder gehen zur Schule und kommen erst um 16, 17 Uhr wieder und dann von dort direkt zum Hobby, Fußball, Tennis oder was weiß ich. Die haben gar nicht die Möglichkeit mehr, so viel zu sehen, zu lernen. Was macht die Mutter überhaupt alles? Was ist da drinnen? Wie funktioniert das? Ja. Alles das gibt es gar nicht. Und in der Schule wird es auch nicht gelebt. Ich glaube, es gibt so ein kurzes Fach, wo die da ein bisschen erzählen, was es da wirklich gibt. Aber woher das kommt, wie das angepflanzt wird, ich finde es sehr stark, mega stark. Ihr könnt es gerne nochmal abchecken. Hans Sapper ist Fußballküche, ultimative Ernährung für deine Topform. Sehr stark, gut erklärt. Ich habe schon reingeblickt, mega stark. So, und der Hans schlägt sich auch schon tapfer. Du kannst jetzt auch nichts anderes sagen dürfen. Nein. Wir halten zusammen, Schalker. Wir könnten auch zurück zu den klassischen zwei Fragen vom Beast Kitchen kommen. Du hast klassische Fragen. Erzähl mal. Ich habe zwei klassische Fragen immer bei Beast Kitchen. Erzähl. Du hättest die Wahl, zu Hause kochen oder draußen essen? Beides ist auch gut. Ja, aber sollst dich schon für eins entscheiden. Du hast jetzt die Wahl, zu Hause kochen. Beides ist gut. Es kommt darauf an, zu Hause kochen alleine oder so mit Familie? Mit Familie. Ja, dann ist schon zu Hause kochen ganz gut. Besonders wenn du afrikanisch kochen möchtest, hast du keine andere Wahl. Es gibt gar nicht so viele afrikanische Restaurants oder ghanaische Restaurants, wo ich herkomme, aus Ghana, um dass ich jetzt sagen könnte, okay, ich gehe mal dahin. Ich könnte dir ein, zwei Eritreer vorschlagen. Ja, siehst du, Eritrea ist aber wieder was ganz anderes. Ja. Ein ganz anderes Essen und die kenne ich auch in Köln. Ja. Eritreisches Essen, aber dann, wenn ich ghanaische Essen machen will, dann muss ich das zu Hause machen. Aber ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, damals, als ich noch Profi war, wenn du mich dann die Frage gestellt hättest, hätte ich gesagt, außerhalb. Draußen essen. Draußen essen. Weil einfach vom Training. Ich habe um 10 Uhr Training und um 15 Uhr Training. Dann frühstücke ich zu Hause, habe ich 10 Uhr Training, dann will ich schnell was essen, will ich nicht noch nach Hause gehen, mir was zu kochen, weil ich gar nicht die Zeit habe. Ich muss schnell was essen, mich erholen, habe 15 Uhr wieder Training. Und nach 15 Uhr Training will ich auch nicht wieder irgendwo in der Küche stehen, will ich, verstehe ich, was essen. Was hast du denn da gegessen in der kurzen Zeit auswärts? Dann bist du zum Restaurant gegangen, meistens immer Kohlenhydrate, Nudeln, Reis. Und gutes Fleisch auch. So, das ist ja immer unterschiedlich. Jeder wie er möchte. So. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, die Leute gucken heutzutage, im Fußball wird immer, oder damals wurde immer geguckt, wie ist dein Gewicht? Hast du Gewicht zugenommen? Deswegen war es damals egal, was du gegessen hast.
Das hat keiner drauf geguckt, genau, was du gegessen hast. Und heute? Aber du gehst auf die Waage und die Waage stimmt, dann ist alles gut. Ja. Und ich glaube heute, ich glaube so seit 10 Jahren, wird viel mehr darauf geachtet. Dass sie in Topform bleiben. Ja, ganz genau. Nicht, dass sie in Topform bleiben, weil ich glaube jetzt mit der Wissenschaft ist es einfach so weit gegangen, dass man sagt, okay, Ernährung ist sehr wichtig für den Körper, für den Sportler, um besser zu sein, um besser zu werden, um schneller auch wieder zu regenerieren und so. Deswegen, das geht ja mit der Zeit immer besser, immer weiter. Mhm. Wer weiß, wo wir in 10 Jahren sind. Ja, Mann, das stimmt. Und was wäre denn dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ja, das wäre die zweite Frage bei Beast Kitchen. Mein Lieblingsessen wäre, das ist jetzt für einen Fußballer ja eigentlich nichts. Das ist ghanaisches Essen. Das ist Fufu. Fufu. Das haben wir schon mal gehört, ne? Das wollten wir schon mal probieren. Auf jeden Fall, mein Team und ich, wir kamen leider noch nicht dazu. Ja, hätten sie mal gesagt, hätten wir Fufu gemacht. Ja. Fufu. Hast du Fufu hier drin in deinem Kochbuch? Nein, hab ich nicht. Das ist, Fufu ist ein bisschen schwieriger. Das ist nicht so einfach. Eigentlich ist es nicht so schwer. Aber das Schlagen von dem Fufu ist schon eine besondere Technik. Deswegen glaube ich, hätte man dann im Kochbuch irgend so einen QR-Code reinmachen müssen, wo man das dann abfilmt, so ein Video, und dann sieht, wie man das schlagen tut. Und das sonst besteht aus Mais, meine ich, ne? Ja, ganz genau. So Mais. Wie so Maispolenta, ne? Ja, genau. Ja, stark. Ganz genau. Das ist so mein Lieblingsessen. Ja. Aber ich glaube, weil auch ich in der Familie das gegessen habe und du das sonst nirgendwo draußen bekommen hast. Und dann, natürlich, dann kriegst du dann manchmal immer, kennst du das, dann kriegst du so Sehnsucht nach bestimmtes Essen und so. Und dann, wenn du das machst, und dann fühlst du dich wieder irgendwo. Kindheit. Man erinnert sich schön an die Kindheit. Man merkt, wie die Mama das geschlagen hat. Bei mir ist das immer, wenn ich Zwiebeln rieche, in einer Wohnung, erinnert mich immer stark an zu Hause. Okay. Weißt du, wenn du nach Hause kamst vor der Schule, da hat immer das ganze Haus oder die ganze Wohnung nach gebratenen Zwiebeln geduftet. Ja, war stark. Sehr, sehr gut. So, da haben wir noch die Zwiebel. Hier in Zähnchen machen wir noch mal eine halbe Knoblauchzehe rein. Du bist in Ghana geboren. Du bist mit 3 Jahren hier nach Deutschland gekommen. Mhm. Du trägst den Namen Hans. Ich denke mal, den Namen, die Frage hast du schon oft zu hören bekommen. Was oder wie kamen deine Eltern darauf, dich Hans zu nennen? Ich glaube, das ist die allerwichtigste Frage hier heute, die du hier heute gestellt hast. Ja, warum? Ja, ich glaube, es ist immer so, ne? Ich glaube, jeder fragt sich diese Frage, warum heißt der Hans? Der kommt aus Ghana und heißt Hans. Ja, es ist eine sehr... Du bist ja in Ghana auch geboren. Ganz genau, ich bin in Ghana geboren und erst mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen, nach Köln gezogen. Und ist eine sehr schöne Geschichte. Meine Eltern, bevor ich überhaupt auf der Welt war, haben schon im Bereich im Import-Export waren die tätig, sind immer von Ghana, Temma nach Hamburg mit dem Schiff und haben Sachen aus Ghana mitgebracht, haben die in Hamburg verkauft und haben dann in der Zeit damals in Hamburg auch gearbeitet und dann in Deutschland bestimmte Sachen gekauft und wieder mit nach Ghana gegangen und da wieder verkauft und sind so ein bisschen hin und her und haben damals in Hamburg jemand kennengelernt, der ihnen die deutsche Kultur beigebracht hat. Wir reden ja von 1970, noch früher, die Zeit damals, die eine der einzigen Afrikaner in Hamburg gewesen. Und sie haben bei ihm leben dürfen und der hat denen alles beigebracht und wie man mit Deutschen umgeht. Deutsche Pünktlichkeit. Alles um Deutsch geht, ganz genau. Ja, ja. Und dann waren meine Eltern wieder in Ghana und ich bin auf die Welt gekommen. Gezeugt worden, war so in Richtung am Kommen. Und dann ist dieser ältere Herr gestorben. Oh. Und dann kannst du dir natürlich wahrscheinlich denken, wie dieser Ältere hieß. Der hieß dann Hans. Ja. Und als Dankeschön, was er alles für meine Eltern getan hat, haben meine Eltern gesagt, okay, wir geben unseren Sohn den Namen Hans. Starke Geschichte, wirklich. Richtig stark. Das wusste ich gar nicht. Tja, das ist super. Am Ende des Tages, natürlich, wenn du als ich jung war, hat jeder mich immer gefragt, warum heißt der Hans? Warum heißt die? Dann irgendwann geht das auf den Keks. Ja, glaube ich, verstehe ich. Kannst du die Frage nicht mehr beantworten? Oder auch wenn du Pubertät so, und dann lernst du Mädels kennen, sagst du so,
Wenn du redest, so ich mit der Hand, dann sagen die, nee, ja. Frag mich jetzt. Ja, ja, weißt du, dann denkst du so, ach, lass mich in Ruhe. Stark, weißt du? Sehr schöne Geschichte. War auf jeden Fall cool. Mit der Zeit, jetzt, wo ich älter bin, ist es natürlich super. Mhm. Mit dem Namen. Du weißt das doch, du weißt doch, wie das ist. Dann, wenn du am Telefon bist und du sagst, der Hans, der will irgendwas, dann sagen die, ja, okay, da ist der Hans. Dann stellen sie da geht man mit Arrangement an die Sache heran. Ne? Stellen die sich einen älteren Herr vor und so, und dann kommen die, dann sind die immer erstmal so geschockt. Okay, das. Ich suche den Hans. Ja, ich bin das. Ja, ganz genau. So war das. Und ja, dadurch, dass ich dann auch bekannt geworden bin durch Fußball, ist das Normalität geworden. Ne? Jeder kennt mich und dann ist der Name Hans ist jetzt nicht mehr nur deutsch, sondern auch ghanaisch. Schön, sehr schön. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erst die Hühnerstirnbrust anbraten. Ja, genau. Richtig? Genau. Bis sie so leicht goldbraun wird. Dann kommt Paprika, Zwiebel, Knoblauch dazu. Mhm. Richtig? Und dann kommen wir nochmal diese von Soße, dem Sud und von der Kokosmilch. Genau. Richtig? Das ab zum Ablöschen. Ja, ja. Genau. Ich habe das jetzt so übernommen aus dem Kochbuch. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weniger Flüssigkeit nehmen. Ja, genau. Wir müssen nicht alles rein. Wir gucken einfach so, genau, wie nach wir Auge. Perfekt. Nach Auge machen. Ja, perfekt. Genau. Ist das scharf? Nein. Magst du scharf, oder? Ja? Das ist so mittelscharf ist das jetzt. Ich mag immer scharf. So, ich setze jetzt hier langsam den Reis auf. Darf ich ja machen. Das kommt ja alles gemeinsam in eine Pfanne rein, ja? Ja? Genau. Richtig? Dann tue ich ja alles hier schon mal mit so drauf. So, ich nehme hier die Hühnchenbrust. Danke, Hans. Die müssen wir in kleine Stückchen schneiden. Wolltest du schneiden oder soll ich machen? Nee, mach schnell. Und soll ich? Bitteschön. Dankeschön. Ich darf auch was machen. Manchmal beschwert sich meine Community, dass meine Gäste zu viel machen oder zu wenig. Echt? Ja, es ist immer schwierig, die alle glücklich zu bekommen. Dass jeder hier auch mal was tut. Oder der andere nicht zu viel oder nicht zu wenig. Da beschweren die sich manchmal. So, Hans, du bist mit 3 Jahren hier nach Köln gekommen mit deinen Eltern. Ja. Richtig? Ja, richtig. Köln-Korweiler. Für die Leute, die Köln-Korweiler nicht kennen, das ist ein sozialer Brennpunkt. Ja? Mhm. Und meine Frage ist an dich, wie hast du das damals so wahrgenommen? Wie wurdest du empfangen? Wie hast du das erlebt? Ja, du bist ja mit 3, du bist da groß geworden. Wie viele Jahre hast du da gelebt? Ich habe 17 Jahre. Mit 20 bin ich erst mal da raus. Mit 20? Ja, mit 20, ganz genau. Okay, da kannst du ja einiges zu sagen, wa? Ja, absolut. Wie habe ich das erlebt? Ich glaube, so wie die Leute das draußen jetzt auch sagen, sozialer Brennpunkt, so habe ich das gar nicht erlebt. Ich glaube, Korweiler wurde auch damals gegründet, um so dieses Multikulti Gesellschaft, die sozial etwas Schwächeren, dort einen Bereich hinzubauen, wo die zusammen wohnen. Kennst ja Ford. Ford ist direkt da in der Nähe und viele Leute haben da auch bei Ford gearbeitet. Wir waren natürlich alle Multikulti. Du hattest Türken, Araber, Afrikaner, Polen, Tschechen, alles auf einem Punkt. Und gar nicht mehr so, wie es jetzt ist. Jetzt, glaube ich, leben viele dort, die auch von Hartz IV leben. Ja. Ich glaube, damals war es eher nicht so. Damals war es eine Arbeiterklasse. War eine Arbeiterklasse, ganz genau. Und wir haben uns, glaube ich, auch, wir haben uns gegenseitig unterstützt, geholfen, gespielt, alles getan. Ich glaube, es ist. Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche. Unterstützt in welcher Form? Also ihr habt euch geholfen, unterstützt. Geholfen, wir waren ja damals, man muss sich das so vorstellen, Hochhäuser. Mhm. 25 Etagen, 35 Etagen, jede Etage, wo, 3, 4 Familien. Und das war Korweiler. Und dann hast du natürlich, wenn du runtergehst, hast du immer in der jugendlichen Zeit Leute, mit denen du spielen kannst, mit denen du dich unterhalten kannst, alles mit Fußball, alles Mögliche. Mhm. Weißt du, da hast du alles Mögliche und deswegen unterstützen. Wenn du was brauchst, fragst deinen Nachbarn, gehst du rüber, machst du und dann kriegst du eine Community. Und deswegen, damals haben wir das auch nie so empfunden, dass wir irgendwie
irgendwo leben, wo die sagen, ey, das ist so ein sozialer Brennpunkt. Ja, ja. Es war eine sehr schöne Zeit, dort aufzuwachsen. Es ist eine andere Zeit als heute. Heute würde ich auch sagen, so, boah, krass. Es ist schon krass. So, wenn einmal im Jahr fahre ich mal nach Corvella. Ja. Einfach da zu dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, um einfach mal zu zeigen, wo bin ich groß geworden, einfach mir das anzuschauen. Die meisten, mit denen ich da aufgewachsen bin, die leben auch alle gar nicht mehr in Corvella. Wenn dann in Umgebung, die Wohngebiete drumherum. Aber es war eine sehr gute Zeit, aber auch eine prägende Zeit. Natürlich, Freunde von mir, wenn ich mir so Bilder anschaue, wo wir im Kinder in der 2. Klasse waren oder Grundschule, dann siehst du, und der Kumpel, okay, der war im Knast, der hat irgendwas mit Drogen zu tun gehabt, der hat irgendwas anderes gemacht. Aber ich sehe dann auch welche, der ist Schauspieler geworden, der ist Moderator geworden, der hat das. Alles, jeder hat ein bisschen auch, musste kämpfen und einige haben es geschafft und einige haben einen anderen Weg hingelegt. Mhm. Du hattest die Möglichkeit, den Weg zu gehen, aber du hattest auch die Möglichkeit, einen anderen Weg hinzugehen. Und deswegen, ich erzähle immer gerne die Geschichte, ich bin damals vom Training gekommen, ich war 18 und wir hatten so ein Parkhaus, konnten wir parken, habe ich unten geparkt und dann gehe ich vom Keller hoch in unsere Wohnung. Und dann gehe ich so in den Keller durch und dann sitzt von meinem Kumpel, der ältere Bruder, sitzt da und gibt sich gerade so einen Schuss. So, und ich war 18, aber ich bin dann gegangen und ich kenne den und ich sag so, ey, alles klar? Der sagt so, ey, alles klar, Hans. Und ich gehe weiter. Und viel, viel später ist mir erst eingefallen, so, boah, krasse Geschichte. Boah, krass. Das willst du gar nicht, dass deine eigenen Kinder sowas erfahren. So. Aber damals war es einfach so. Man hat damit mitgelebt und nicht so wirklich wahrgenommen. Ganz genau, man hat sich damit nicht wirklich beschäftigt. Ne? Mhm. Man hat gedacht, das gehört zu dem dazu, wo man da gerade ist. Mhm. Aber ja, aber ich glaube, der Fußball hat mir dann auch weit geholfen, da ein bisschen rauszukommen, weil ich einfach dann viel Zeit mit Fußball verbracht habe. Training, Spiel. Und so war ich nicht so oft in Corvella, sondern eher auf dem Fußballplatz. War ja nicht verkehrt, oder? Ja, natürlich. Es war sehr gut. Ich habe diese Leidenschaft gehabt mit Fußball und habe es versucht, da irgendwie hinzubekommen und habe es auch irgendwie geschafft. Mhm. Hast du denn heute noch so Kontakt zu Leuten aus Corvella oder aus deinem alten Freundeskreis? Ja, klar. Ja? Ja, schön. Meine Kumpels, die aus Corvella, mit denen habe ich immer noch Kontakt, sind meine besten Freunde immer noch. Stark. Egal, wo ich gespielt habe, sind die vorbeigekommen, haben wir gefeiert, die haben mich angefeuert. Und jetzt auch noch, wir sehen uns Minimum einmal die Woche und telefonieren. Und die wohnen ja auch in Köln alle. Mit den meisten, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen habe ich alle noch Kontakt. Und wir sind immer noch irgendwie, versuchen auch immer, uns gemeinsam so, die auch was bisschen erreicht haben, so was zurückzugeben für Corvella. Mhm. Versuchen immer so einmal im Jahr so eine Aktion zu machen, Weihnachten so mit einem Stern, wo Kinder, die in Corvella sind, denen es eben nicht so gut geht, dass sie sich was wünschen können. Und wir mit einfach unseren Mitteln, ob es unsere eigenen Mittel sind oder die Community, die wir kennen, diese Sachen bekommen und dann einpacken und den Wünschen erfüllen. Starke Aktion. Sehr starke Aktion. Ich gebe jetzt hier in der Pfanne dazu die geschnittenen Zwiebeln, Paprika und Peperoni mit der halben Knoblauchzehe. Die andere Hälfte ist noch in dem Sud mit dem Orangensaft. Das ist doch eigentlich für dich alleine, ne? Nein. Also klar, auf 2 Mahlzeiten verteilt, ja. Ich habe am Tag so 4 bis 6 Mahlzeiten. Ja, das ist okay. Ja, ja. Ja, das ist auch was für Kinder, Jugendliche, dass sie wissen sollten, dass sie das so verteilen sollen. So, ich sage auch in dem Buch,
Portionieren, nicht satt essen. Vier Mahlzeiten ist optimal so. Mhm. Aber es geht auch fünf, aber natürlich, die kriegen das nicht so hin. Aber wenn du vier Mahlzeiten hast, so Frühstück, Mittag und dann dazwischen so ein Snack und dann Abendessen, dann ist das perfekt. Als man haut sich einmal richtig alles voll. Dann hast du natürlich viel gegessen, bist aber voll im Magen. Du bist lange satt und irgendwann mal kurz vorm Schlafen kriegst du dann nochmal so eine Heißhungerattacke. Ganz genau, weil die Kohlenhydrate, du verbrennst das ja trotzdem. Das läuft ja. Und deswegen brauchst du dann zwischendurch immer noch was. Ich finde das sehr stark, wirklich. Mit der Herangehensweise deines Kochbuchs, dass da so ein System ist. Weißt du, wie ich meine? Nicht einfach, ich brauche ein Kochbuch raus, dann musst du wirklich was vermitteln. Sonst hätte ich das nicht gemacht, natürlich. Und aber wenn man so ein Kochbuch macht, ne? Ich habe jetzt gemerkt, so, du machst sowas und dann ist das echt, ich liebe das Kochbuch und dann denkst du aber so, ja, wir hätten doch das und das noch, das hätten wir noch, und das hätten wir noch reinmachen können. Kommt ja vielleicht noch ein zweiter Teil. Wahrscheinlich, vielleicht, ganz genau. Multikulturell aufgewachsen in Köln-Korweiler, haben wir gerade rausgehört. Wie war es denn bei dir im Elternhaus? Wurdest du ghanaisch großgezogen mit ghanaischer Kultur oder eher offen mehr deutsche Kultur? Ja, eine gute Frage, weil im Nachhinein kann ich sagen, haben meine Eltern versucht, beide Kulturen mir nahezulegen, die ghanaische Kultur und die deutsche Kultur. Mhm. Natürlich kannten meine Eltern die deutsche Kultur nicht so. Deswegen war es klar, dass wir zu Hause natürlich die ghanaische Kultur erlebt haben, in dem das Essen eben ghanaisch eher war als das Deutsche, dass wir versucht haben, viel Musik zu hören, wie es in Ghana ist. Musik, Freude, Tanzen, ein bisschen lockerer an bestimmte Sachen dran zu gehen. Aber viel Lachen. Ganz genau, viel Lachen, ein bisschen viel bewegen. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich, ich, aber auch meine Eltern, die deutsche Kultur auch versucht zu leben. Das, was uns, das, was wir gedacht haben, das ist gut. Was so Pünktlichkeit, zielstrebig, Ziele setzen, was wollen, Disziplin, ganz genau. Und in der ghanaischen Kultur ist es ja so, dass auch da ist viel Respekt. Respekt vor den Älteren. Mhm. Also, das ist ja doch anders als in Deutschland. Ne? In Deutschland ist es, da darf der Jugendliche alles zu seinen Papas sagen, alles zu den Älteren sagen. In der ghanaischen Kultur ist das nicht so. Es ist auf jeden Fall viel, viel lockerer. Ganz genau. In der deutschen Kultur, der Umgang mit den Eltern, Aussprache. Wenn du bei uns, wenn ich mit meinem Vater so gesprochen hätte wie viele Freunde, hätte ich schön letztlich mal ein paar hinter den Ohren gekriegt. Waren die Ohren so lang, ganz genau. Und da habe ich natürlich für mich auch beides erlebt, beides das Beste immer für mich rausgenommen. Meine Eltern haben die deutsche Kultur auch gelernt, mitbekommen durch deutsche Freunde. Mhm. Und deswegen haben sie versucht, beides uns so zu vermitteln, wie sie, was sie gut finden. Mhm. Stark, sehr stark. So, einmal kurz zum Kochprozess weiterkommen. Das sieht schon gut aus. Goldbraun sind die Hühnchenstreifen. Jetzt kommt hier der Sud aus Orangensaft und Sojasauce, wo die Hühnchenbrust mit eingelegt war. Richtig? Ja, richtig. Sehr gut. Und die Kokosmilch. Chicken Ghana aus deinem Kochbuch. Ist das ein richtig klassisches ghanisches Gericht oder ist das so ein Urban-Gericht, sag ich mal, aus einem Mix von Deutschland und Ghana gemeinsam? Ja, das ist, wie du eben mich gefragt hast, ne? Diese ghanaische Kultur, deutsche Kultur. Und da habe ich dann ein Gericht entwickelt, zwischen so einem Mix zwischen deutsch-ghanaische Kultur und dann alles beide versucht zu verbinden. Das macht mich ja auch aus, so ein bisschen. Und dann habe ich das genannt, ghanaische Küche. Also ist es von beiden etwas, was Deutsches, was Ghanaisches. So dass jeder was davon hat. Sehr stark. Gewürze könnten wir auch schon reinmachen. Könntest du mir die bitte einmal anreichen? Curry, Paprika, Rosenscharf. Einmal Curry. Dann haben wir Paprika. Mit 20 wurdest du für die ghanaische Nationalmannschaft einberufen. Ja. Da warst du mit 20 das erste Mal in Ghana. Wie hast du das wahrgenommen? Wie waren die Unterschiede von Ghana nach Deutschland, gerade auch im Fußballbereich? Wie war es da? Training, Mentalität in der Kabine? Das ist
ist komplett was anderes gewesen. Nein, ja. Natürlich, wie du schon gesagt hast, ich bin mit 3 Jahren nach Deutschland und dann erst mit 20 erst mal wieder zurück nach Ghana. Und dann, vorher warst du ja nicht da. Nee, ne? Vorher war ich gar nicht da, gar nicht 0,0. Und dann direkt erstmal zur Nationalmannschaft und bin mit der Maschine geflogen und dann bin ich in Ghana gelandet, Accra. Und dann bin ich so aus der Maschine raus. So, und dann ist so, als wäre ich so gegen eine Wand geknallt, so bam, weil das so warm war. Ja. Das war so warm, so heiß, die Luft, so bam, ich so. Und dann war ich da, stand ich so auf dem Rollfeld und hab gedacht so, ich bin zu Hause. Ja. Das war so krass, so, ich hab das gefühlt, das ist echt schwer zu beschreiben. Ich wusste, ich gehöre hier hin. Stark. Das war die richtige Entscheidung, für die Nationalmannschaft von Ghana zu spielen. Und, aber am Ende des Tages war es trotzdem auch nicht ein Schock, aber es war was anderes. Ghanaische Nationalmannschaft, ich kenne ja die Bundesliga, wie die Mannschaften da sind, wie der Trainer ist. Und bei der ghanaischen Nationalmannschaft war alles lockerer. Viel, viel lockerer. Was heißt lockerer? Also wenn 14 Uhr Training zu kommen ist und wenn um 15 Uhr warst, war es locker? Das war natürlich, das hat auch abgefuckt, weil manche dann wirklich zu spät gekommen sind. Mhm. 14 Uhr Training oder 14 Uhr Abfahrt und dann sind welche 14.10 Uhr gekommen. Mhm. Und dann mussten die holen, so du musst kommen, wir fahren zum Training. Ja, aber auch wenn er zu spät gekommen ist, war das nicht so, dass der Trainer gesagt hat, ey, wo warst du oder kann nicht sein und so, das wäre in Deutschland so gewesen. Ja, ja. Der Trainer war vorne, hat keinen Ton gesagt, er ist zu spät reingefahren, auf dem Platz trainiert, fertig. Ja, und auf dem Weg zum Platz, im Bus, Musik, die Spieler auf dem Gang, am Tanzen. Du denkst, die Trainingseinheit ist schon im Bus, weil die sind am Schwitzen, im Bus schon am Schwitzen, am Tanzen, mit der Musik und anderes, komm, singen, komm, singen, weil er einfach gut drauf ist. Und da habe ich erst mal gemerkt, dass, was das mit dir ausmacht, wenn du im Bus oder vor dem Spiel gut gelaunt bist, dann gehst du ganz anderes ins Spiel rein. Ja. Weil viele Leute machen sich ja schon im Kopf irre, vor dem Spiel, auch vom wichtigen Spiel. Ich muss gut spielen, ich darf keinen Fehler machen. Setzt sich selber unter Druck. Genau, weißt du, und diese Art von ist eine ganz andere. Glücksgefühl. Gewinnen oder verlieren ist egal, Hauptsache wir haben Spaß. Nein, heute. Du willst schon gewinnen, aber du willst ja gewinnen, aber du gehst schon mit einem was Positiven in da rein. Weißt du, du gehst mit einem guten Gefühl, mit dem Tanzen, dass du tanzt, mit der Mannschaft, gehst du schon positiv in das Spiel rein. So kannst du das Ganze, diesen Druck, den du sowieso bekommst, der geht doch ein bisschen verloren, weil du ganz woanders fokussiert bist vom Tanzen. Das, was du auf dem Platz leisten musst, das wirst du sowieso leisten. Das hast du doch im Training gemacht. Weißt du, was ich meine? Wir sind ja alle Profis, das hast du ja schon trainiert. Und da ist es ganz anders. Und wir sind auch auf dem Trainingsplatz. Und alle sind schon auf dem Trainingsplatz. Du ziehst dir die Schuhe an und so. Und dann ist noch einer am Telefonieren auf dem Platz. Und dann pfeift der Trainer. Und dann macht er das Handy weg. Und dann geht er auf den Platz. Und dann ist das Training. Das würde in der Bundesliga oder so niemals. Du gehst mit dem Handy auf den Platz und telefonierst noch da. Ein bisschen bevor der Trainer anpfeift. Das würde niemals passieren. Da sind komplett Unterschiede, siehst du. Aber das nimmt jeder locker. Keiner macht richtig Stress deswegen. Weil am Ende des Tages geht es bei denen, ey, was passiert dann auf dem Platz? Was passiert jetzt beim Training? Jetzt muss er Gas geben. Der Trainer hat gepfiffen, jetzt sind wir da, jetzt sind die Handys weg, jetzt ist Feuer auf dem Platz. Und so. Und das komplett anders. Die Jungs sind anders drauf, viel lockerer. Und die Jungs sind natürlich auch viel verrückter. Die sind extravaganter. Die achten viel mehr auf Aussehen, auf Klamotten, was die anhaben, auf Hut oder auf Schmuck. Total anders. Das ist in Deutschland ja, wenn du so ein Lifestyle-Business hast, dann sagen die, guck mal, was der anzieht, weil der Fußballprofi ist, dann hat er das, der hat das, der hat eine gute Uhr, der hat, guck mal, wie der sich anzieht, hat Ohrringe. Das ist da nicht. Da sagt jeder so, ey, cool, das sieht cool aus. Hey, geil, du siehst gut aus und so. Komplett anders, ganz andere Wahrnehmung und so. Und deswegen ist es
zwei Paar Schuhe. So. Das ist, ich glaube, die Mischung von beiden muss man so zusammen mixen. So, haben wir ja gerade heute hier. Ganz genau. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, absolut. Die Farbe sieht super aus. Das duftet auch schon herrlich. Wir sind jetzt auch schon fast zum Ende. Noch langsam vor sich herköcheln. Ich habe aber noch ein wichtiges und ernsthaftes Thema. Ich habe ja recherchiert, bevor ich dich eingeladen habe. Und ich bin da auf ein Interview von dir gestoßen. Und das hat mich wirklich sehr mitgenommen. Wo du das erste Mal im Osten gespielt hast, bei Energie Cottbus. Du bist aufs Spielfeld gegangen. Man hat Affengeräusche gemacht. Man hat Rassismusparolen gerufen. Man hat mit Bananen geworfen. Wie war es für dich? Oder ich sag mal, natürlich war es nicht schön für dich, aber wie war der Trainer hinter dir? Wie waren die Mannschaftskollegen? Das würde mich gerne interessieren. So standet ihr wirklich alle eins? Standen sie hinter dir? Du lachst. Ja, ich muss lachen, weil für deine junge Community muss man ja sagen, wir müssen uns jetzt dann so 20 Jahre oder 25 Jahre zurückbewegen. 2000 um den Dreh. Ganz genau, 2000 um den Dreh. Und da muss man sagen, war es nochmal ganz was anderes. Es war komplett anders als jetzt. Damals war es so, wir sind auf dem Platz, die Zuschauer haben Affengeräusche gemacht, Bananen geschmissen und alles mögliche. Richtige krasse Aktionen, du gehst auf den Platz und du denkst so, boah, was ist hier los? So, du kennst das ja eigentlich, okay, die Zuschauer sind gegen dich, weil du beim anderen Verein spielst und die wollen, dass du verlierst. Aber da geht es jetzt nur um dich, um deine Person, um dein Aussehen. Boah, ich krieg gerade so, und natürlich macht das was mit dir dann auf dem Platz. So. Du willst natürlich Leistung bringen, aber das lenkt dich natürlich ein bisschen ab. Und damals, ob es Presse war, Trainer, Mitspieler, das wurde damals so hingenommen. Hingenommen? Ja, du musst damit klarkommen. Mhm. Es wurde nicht viel darüber geredet. Hat der DFB Kampagnen gestartet gegen Rassismus oder so? Nein, damals gab es das sowas nicht. Im Jahr 2000 schon? Damals gab es das nicht. Das ist, da hat man wahrscheinlich, nach dem Spiel hat man nicht so krass darüber diskutiert. Es wurde etwas angeschnitten und dann ging es weiter. Wieder rüber zur Tagesordnung. Dann geht es weiter. Du musst damit klarkommen, du musst da durch, Junge, und du bist stark, du bist hart und dann, das war's. Mhm. Man hat sich nie Gedanken darüber gemacht, wie jetzt, wie ein Kevin Prince Boateng, dass ich jetzt hätte sagen sollen, okay, ich spiele nicht mehr und dann wären meine Mitspieler mitgegangen. Das wäre dann eher so, okay, du schaffst das nicht mehr, dann wechseln wir dich aus. Mhm. Weißt du, dann kommst du raus, dann kommt da jemand anders rein. Mhm. Das war, die Zeit war da noch nicht reif genug. Die Leute haben das damals noch gar nicht so begriffen, was der Spieler da eigentlich machen muss. Mhm. Und es hat sich mit der Zeit viel getan, viel verbessert. Mhm. Aber wir sind immer noch an einem Punkt, jetzt noch, wo es wieder kommt. Mhm. Und deswegen sage ich, es hat sich viel verbessert, aber es hat sich nichts verändert. Es ist gleich geblieben. Damals waren sie laut und dann hat man das so ein bisschen bekämpft. Und dann wurde es leiser. Aber leise heißt nicht, dass es weg war. Ja, es war trotzdem da. Und jetzt ist es so wieder, kommt es wieder raus, wo die Leute, die das, man muss immer sagen, es ist eine kleine Gruppierung immer im Stadion von den Fans oder so. Es ist ja nicht das ganze Stadion. Und jetzt kommt es so wieder raus und dass viele Bekloppte lauter werden wieder, aggressiver. Und ich glaube, das Problem oder das Ding ist aber auch, jeder muss sich selber hinterfragen, was für eine Wortwahl habe ich. Stark, und, ja. So. Und ich glaube, das ist so das Problem. Und das Problem ist einfach, wir müssen einfach Aufmerksamkeit dafür schaffen, damit jeder sich darüber Gedanken macht, was sage ich da überhaupt? Wie gehe ich damit um? Weil ich höre immer noch, wenn einige sagen, ja, damals konnte man noch Negerkuss sagen. Und wo die Leute nicht verstehen,
Ja klar, damals gab es doch auch SS-Zeit, Nazi-Zeit. Wollen wir das auch zurückholen oder was? Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, was ist? Gute Metapher, was wollen die mir sagen? Ne? Die sagen so, ja, damals haben wir das doch immer gesagt. Ja. Also können wir damals, lassen wir doch immer so, lass uns immer alle vergasen und alle, damals haben wir das doch auch gemacht. Ja. Ist doch, haben wir doch wieder gemacht, so, weißt du? Und das, deswegen, die Leute müssen einfach verstehen, wir sind in einer anderen Zeit und die müssen verstehen, dass diese Worte und die man damals so frei gesagt hat, da hat sich keiner Gedanken gemacht. Oder wir Ausländer waren in der Minderheit und sind immer noch in der Minderheit. Aber jetzt sind wir ja eine neue Generation kommt und wir werden immer mehr. Und wir fühlen uns jetzt auch stark und sagen so, ey, das könnt ihr nicht mehr mit uns machen. Wir sind doch Teil der Gesellschaft, Teil Deutschland und so. Deswegen macht euch Gedanken. Es geht nicht darum, viele denken immer, es geht darum, dass man irgendwie einen Finger zeigt, auf die zeigen will oder die zeigen. Es geht darum, es geht um ein Miteinander. Wir wollen miteinander was verbessern. Das bedeutet, wir müssen gemeinsam agieren, um was zu verbessern. Neue Wege schaffen. Ganz genau. Aber es geht nur gemeinsam. Es geht nicht, wenn ich nur dafür kämpfe. Du musst dafür kämpfen, der Deutsche muss dafür kämpfen. Die müssen dafür kämpfen. Alle müssen dafür kämpfen. Ganz genau. Wir müssen, und es geht ja nicht nur um Rassismus. Nein. Es sind ja so viele Sachen, die respektlos sind. Und dafür wollen wir doch alle kämpfen. Absolut. Wir sehen uns alle nach Nächstenliebe. Und ich finde deine letzten Worte, überhaupt danke, dass du da warst. Sehr starke Worte jetzt auch zum Schluss. Und ich hoffe, das kommt irgendwo an, das, was du mitteilst. Wirklich sehr, sehr stark. Ich hoffe auch. Das ist doch super, wenn wir jeden Einzelnen irgendwie zum Nachdenken bekommen. Und dann haben wir schon mal den ersten Schritt gemacht. Ne? Absolut. Ja, ich denke, jetzt habe ich Hunger. Was ist mit dir? Ja, ich habe auch Hunger. Ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hast du perfekt gemacht. Boah. Danke, danke. Hast du abgeschmeckt überhaupt? Nein, kannst du gerne machen. Doch, ich koche immer aus dem Bauch heraus. Dann passt das, dann brauche ich nicht abzuschmecken. Ich koche immer aus dem Bauch heraus. Gut so, Hans? Ja. Was ist los mit dir? Ich bin zwar größer als du, nicht breiter. Du hast noch eine weite Heimfahrt. Hans, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute gekommen bist. Ich habe lange gekämpft, wir haben lange geschrieben im Voraus. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Und ich würde sagen, komm, guten Hunger, Bismillah und rein damit. Guten Hunger. Hey, wunderbar, herrlich, mega stark. Übertrieben lecker. Sehr lecker, herrlich, wirklich sehr, sehr lecker. Da kommt auf jeden Fall jetzt auch mal bei mir zu Hause. Da habe ich mal was anderes, wie Reis, Hähnchen, Brokkoli. Das habe ich mal Chicken Ghana. Danke für das tolle Rezept. Und ich habe auch noch mal was zu sagen. Rassismus und Gewalt, jeder kann dazu einen Teil beitragen. Und ich finde, in den Kreisligen heutzutage, da könnten wir anfangen. Wenn ich jetzt mittlerweile, wir sind in der Pandemie, ist wenig Training oder wenig Spiele. Aber es kommt jetzt die Zeit, wo wir alle wieder schön auf den Bolzplatz gehen können. Und da finde ich, da hat wirklich Rassismus sowieso nicht, ja, und Gewalt auch nichts. Ich finde das immer ärgerlich, wenn ich dann montags die Zeitung lese, Kreisliga in der Massenschlägerei ausgeartet wegen rote Karte. Leute, ich küsse euer Herz an jeden einzelnen Cousin und Shabab, der da draußen in der Kreisliga spielt. Wenn du gegrätscht wirst, wenn du gefault wirst, wenn du verlierst, das gehört zum Fußball dazu. Ja, da muss man dran arbeiten, man muss besser trainieren. Ja, und wenn es gefault ist, ob es mit Absicht war oder nicht, da können wir nicht wissen. Wichtig ist wegwischen, aufstehen, weitermachen. Wir können alle zu Tsubasa Ozora und Gregor von den Kickers, auch Rocky, hat auch einen auf die Mappe bekommen, hat trotzdem aufgestanden, es hat trotzdem weiter trainiert, um irgendwann mal zu siegen. Und auch wenn man verliert, ist das eigentlich keine Niederlage, irgendwo lernst du immer noch was dazu. Und wenn ihr da wirklich die Fäuste sprechen lässt, ganz falsche Antwort, wirklich. Ihr macht damit sehr, 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 sehr viel kaputt. Und mich würde es freuen, wenn ihr diese Worte einfach zu Herzen nimmt, ein bisschen drüber nachdenkt, auch was der Hans heute mitgeteilt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Knallt uns in die Kommentare rein. Hashtag gegen Rassismus beim Fußball. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hast du noch was zu sagen? Ja, noch zum Abschluss, was du gesagt hast. In den Kreisligen, da gibt es ja wirklich viel Gewalt, würde ich sagen. Ja. Und
ich habe ja bei Kreisliga-Mannschaften auch trainiert gehabt und so. Und ich glaube, das ist so die Basic von auch für den Profifußball. Das sind die Leute, die die Mannschaften anfeuern, die ihr Geld ausgeben für diese Profimannschaften. Und ich glaube einfach, wie du schon gesagt hast, da sind viele Spieler, die ihre Aggressionen von irgendwo, von der Arbeit oder was weiß ich, dann auf den Platz nehmen und dann den Sport so ein bisschen kaputt machen. Und das solltet ihr lassen. Es gibt einen Teil, der wo ihr selber damit handeln könnt. Und nochmal nach draußen wollte ich auch nochmal sagen, der DFB, da würde ich mir wünschen, dass sie diese Fußballmannschaften, die mit Immigrationshintergrund haben, sind, nochmal auch mehr unterstützen und denen zeigen, dass sie willkommen sind, dass sie zu dem DFB gehören. Und dann glaube ich auch, ist das wieder was ich eben auch schon gesagt habe, dass wir gemeinsam das schaffen müssen, dass dieser Gewalt im Fußball, besonders im Amateurfußball, weggeht. Hey, sehr starke Worte. Ich hoffe, ihr nehmt euch das zu Herzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. We'll be right back.